In den vergangenen Monaten wurde in der Fassmerwerft der neue Seenotrettungskreuzer SK-34 für die DGZRS gebaut. Das Boot löst die Minden ab, die nach 30 Jahren in Dienst in Rente geht. In den vergangenen Tagen wurde das Boot der 20-Meter-Klasse auf See erprobt. Es ist bis zu 22 Knoten schnell, hat viel Kraft zum Schleppen und wenig Tiefgang. Verschiedene Parameter können nur während der Fahrt eingestellt werden. Die SK-34 ist vollständig aus Aluminium gebaut und als Selbstaufrichter konstruiert. Heißt, so ein Boot übersteht eine komplette Durchkenterung. Am Freitagmittag lief der Rettungskreuzer nach erfolgreicher Erprobung in den Listerhafen ein. Die 8 Windstärken in Böen und die 3 bis 4 Meter hohen Wellen unterwegs machten keinerlei Probleme. Am 14. Dezember wird das Boot dann offiziell getauft. Welchen Namen es tragen wird, ist noch ungewiss. Im Wettbewerb Reddach gegen Reeperbahn haben momentan die Hamburger mit rund 671.000 Euro die Nase vorne. Die Sylter holen aber auf. 613.000 Euro. Mensch, Sylter, da geht doch noch was. Denn der Sieger darf den Namen des Schiffes bestimmen. Ein Syltbezug wäre natürlich toll, denn die SK-34 ist ja auch in List auf Sylt stationiert.